Hallo, herzlich willkommen zurück zum LS17. Mein Name ist Andi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, die Kartoffeln sind alle in der Erde. Alle, die wir zu setzen hatten, sind in der Erde. Und jetzt mache ich noch ein bisschen sauber hier. Und dann habe ich schon das nächste Attentat vorbereitet. Und zwar ein paar Bäume abmachen. Oh, 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 sowas Neues. Aber zwischen Feld 15, 14 und 12, da steht jetzt der Harvester und da wird auch Platz gemacht. Ah, Auge juckt. Besser. Da wird auch Platz gemacht. Die Felder wollte ich in naher Zukunft kaufen. Und dann da irgendwie dran rumbasteln. Vielleicht mache ich da ein großes Feld draus oder ein paar kleine. Genau, er ist auch schon am Start. Am Set quasi. Da wollte ich mit dem Pflug dran rumbauen, um die Felder zu vergrößern und abzuändern. Ein bisschen auf jeden Fall. Wo muss ich denn lang? Eine Ausfahrt weiter links. Der Verkehr, ne? Der ist auf jeden Fall richtig gut. Gefällt mir immer aufs Neue, wie rücksichtslos der LS-17-Verkehr ist. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Egal wie die Leute fahren. Tschut, tschut, ich komme. Ja, Kartoffeln wachsen. Das ist viel wert. Da freue ich mich drauf, wenn die so weit sind. Vor allem gibt das richtig Arbeit, die aus der Erde zu holen. Ich freue mich. So, da habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Ja, das soll alles baumfrei werden. Und dann, ja, denke ich mal, dass ich auf jeden Fall hier das Feld 15 noch größer mache, noch erheblich größer. Und 12 auch noch. Insofern, ja, da fahre ich gerade auf Steine zu. Ne? Insofern die Steine das zulassen, wird 12 auf jeden Fall noch vergrößert. Oder ich mache hier echt eins. Ja, eins geht nicht mit den Steinen. Ah, irgendwie wird das noch hier verändert. Aber bis dahin muss ich erstmal überhaupt mal abbauen. Abbauen, sag ich, ja. Ernten und Platz machen, dass wir überhaupt irgendwie da rankommen. Dass wir sauber machen. Dass wir die Felder bearbeiten können. Die ja noch nicht mal uns sind. Die kosten ja auch noch Geld. Wo ich noch nicht mal weiß, wie viel. Also, gerade leisten glaube ich nicht, dass wir uns können. Mit bisschen weniger als 3000. Gut, wenn ich das Holz hier verkauft habe, das gibt ja noch also 2-3 Anhänger wird es geben. Und erfahrungsgemäß pro Anhänger läuft die Aufnahme. Ja. Pro Anhänger sind es so circa 20.000, die wir bekommen. Also wären so 60.000, vielleicht 70. Rechnen wir mal, 80.000 werden drin. Ich denke, das wird ein Feld sein. Was wir dann schon mal haben. Wäre es vielleicht ganz geil, wenn ich vorher noch ein paar Feldmissionen bei dem Bauer hier mache. Um den Preis mal ein bisschen zu drücken. Da schaue ich dann aber später mal bei. Ja, wobei so ein bisschen ernten. Kann eigentlich nicht schaden, ne? Na, mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß auch nicht, wie viel das bringt. Also wenn ich dem jetzt den Ruf, keine Ahnung, um 10% pushe, wird dann auch der Preis um 10%? Nee, ne? Der fällt nicht so viel. Wäre auf jeden Fall krass.
Aber wenn es da irgendjemand weiß, wie viel das ist, kann er es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob sich das lohnt, also noch 5, 8 oder 10 Missionen zu machen. Wenn ich dann nachher den Preis um keine Ahnung, vielleicht 20.000 gedrückt habe, dann hätte ich in der Zeit eher Holz machen sollen. Oder irgendwas, keine Ahnung. Schafe melken und Schweine scheren. Oder so. Ich soll's echt mal probieren. Kohle brauchen wir eh noch, da könnte ich auch gerade hier Missionen bei den Bauern machen. Aber erstmal müssen wir hier überhaupt abernten. Das muss A und O. Und dann stehen jetzt schon quasi die Kartoffeln an. Also ich denke nicht, dass ich hier großartig Felder kaufen werde, bevor die Kartoffeln fertig sind. Und die machen ja auch nochmal richtig Arbeit. Aber, wie gesagt, ich freue mich drauf. Steht richtig viel Holz rum. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch so viel wird. Das ist gut, das ist richtig gut. Denn dann haben wir auch schon mal ein ordentliches Startkapital. Für die Kartoffeln habe ich alles drauf getrieben. Die sind ja tatsächlich die teuersten Kartoffeln der Welt. Ich glaube, ich fahre gleich mal die erste Fuhre ab. Und guck, wie viele LKWs das, oder wie viele Anhänger das geben könnte. Dementsprechend, ich könnte auch mal gucken, was die Felder kosten. Ne? Wenn ich hier mutmaße, was ich brauche, dann wüsste ich's. So ein Güllefass und so ein Miststreuer kommt auch noch ins Haus. Die müssen wir auch noch oben drauf rechnen. So, das fällt 136, bald 137. Das ist viel. Hey, das fällt bestimmt irgendwie 110 oder so. Also 240.000 brauchen wir noch. Die haben wir. Die stehen nicht an Wald hier rum. Also hier zwischen den Feldern, meine ich. Ich sammle mal ein bisschen auf, gucken, was da so bei rumkommt. Das mache ich ja auch gerne. Aufsammeln. Oder meinen Harvester anfahren. Das ist mein zweitliebstes Hobby. So. Ei, mein Freund. Hätte auch klappen können. Ich habe auch wieder kein Gewicht dabei und nix. Naja, gut. Dann eben einzeln. Einzeln klappt immer. Einzeln klappt auch immer gut. Ich könnte ja nochmal Badass-mäßig. Oh, das könnte ich wirklich. Ich könnte Badass-mäßig mit dem Radlader probieren. Denn platzierbare Objekte. Irgendwo müsste hier eine Verladerampe sein. Und dann könnte ich das Badass-mäßig probieren. Irgendwo, ne? Da.
Eine Rampe für 1500. Also auch noch, glaube ich, eine größere. Genau, so eine Riesenrampe. Noch 1500. Hey, das sollte erst mal reichen, denke ich. Das ist prima. Baue ich dann irgendwo... Das probiere ich wirklich. Wird da hingebaut? Dann fahre ich den Anhänger passend und hole den Radlader. Ich könnte auch jetzt erstmal den Radlader so hier runterfahren. Prima. Den könnte ich dann... Oh wow. Zum Händler fahren. Und vom Händler dann... Ja, gerade das Stück da hoch. Der Abfahrer checkt schon wieder nicht, was ich von ihm möchte. Ah ja, vielleicht müsste ich auch ein Stück dahinter. So, am letzten Wegpunkt warten. Muss immer eingeschaltet. Ja, ein Stück dahinter geht besser. So rum war es, genau. Jawohl. Passt. Dann... So. Fahre ich den Auflieger passend? Das muss ich aber vorwärts machen, weil rückwärts kann ich mit dem Dolly nicht so gut fahren. Also ein Achser geht wunderbar, aber hier mit Dolly und so oder zwei Achse kann ich nicht. Da breche ich mir immer einen ab. Ich muss von der anderen Seite ranfahren, merke ich gerade. Dann könnte das mit dem Radlader echt gut funktionieren, weil die liegen ja doch relativ gut, die Bäume. Ihr merkt, ich habe die Hoffnung, Radlader und Baumverladen noch nicht ganz aufgegeben. Schön dicht dran. So. Abkoppeln. Schön gegenfahren. Na. Das ist natürlich da direkt der Baumstamm im Weg, ne? Aber an und für sich sollte das funktionieren. Der doofe Baumstamm, der nervt mich jetzt schon, ne? Drüben kommt er auch schon. Können wir hier Abfahrer entlassen. Kurs wegmachen. Und dann hier drüber abkürzen. Gut, dass ich das im Augenwinkel noch gesehen habe. Hey, die Abkürzung, die geht immer hin. Klappt ja prima mit mir. So, alles wieder gesperrt und alles drin. Jetzt geht er sowas von ab. Ich hoffe, die Rampe ist noch groß genug für die Zwillingsbereifen vorne. Alles andere wäre eine pure Katastrophe. Ich sehe nichts. Falsche Richtung. Das hier wird super. Kannst schon riechen, das wird super. Da fallen schon die ersten Stämme raus, ne? Ja, prima, prima. Der Baumstumpf des Todes. Geht aber, geht. Einwandfrei. Oh yeah! Ich muss noch weiter vor. Ich weiß nicht, ob das hier schneller ist oder nicht, aber... Mit Rampe einwandfrei. Oh nein, jetzt hänge ich an dem Baumstumpf. Ha! Baumstumpf, überhaupt kein Problem für mich.
in der leichtesten Übung. Es geht echt gut mit der Rampe. Auf die Idee hätte ich im Forst schon kommen sollen, ne? Nicht erst jetzt. Aber, man muss ja auch sagen, wenigstens bin ich auf die Idee gekommen. Muss man ja auch mal zugute halten, ne? Aber so ist das doch mega entspannt, ey. Ist das gut? Bis auf den Baumstumpf, den ich natürlich nicht bedacht habe. So, schön langsam anfahren. Ausrichten. Das ging schnell. Und los geht's. Ja, geil. Ich glaube, ich stupse den mal ein bisschen an, den Anhänger. Einfach damit sich das nochmal ein bisschen setzt. Weil irgendwie liegen die nicht gut. Könnte zumindest besser sein. Mal so sanft gerüttelt, ne? Aha, jetzt fallen sie besser an. Ja, das sieht viel besser aus. Viel besser. Klappt das auch ordentlich mit dem Radlader. Ich bin echt begeistert, dass das so gut funktioniert. Mit Rampe auf jeden Fall. Also, eigentlich nur dank Rampe. Dank nichts anderem. Oh yeah. So habe ich mir das vorgestellt. So soll das funktionieren. Und dann hier den Baumstumpf, den kille ich noch. Hier, einwandfrei, einwandfrei. Boah, da kann ich den ja... Ich glaube, ich lasse den auch direkt nochmal abfahren. Nicht, dass das nachher zu voll wird. Und wieder aus irgendeinem Grund ruckelt die Schweine. Falsch? Falsch? Muss doch, hä? Ach so. So. Oh wei, oh je. Ich und rückwärts fahren mit dem Ding, ne? Falsch. Da wollte ich hin. Und dann... Cosplay hatte ich noch nichts von. 15? Von 16 hatte ich. Ja, dann gibt's wohl 9, ne? Wo muss ich überhaupt hin? Fahre ich hier oben her? Das wird das Beste sein, ne? Naja. Das wird der Weg werden. So, Kursaufzeichnung beginnen. Die fangen wir hier an. Beginnen. Ich mache noch eine Karte auf. Und dann braddel ich da hoch. Hier ist die Brücke. Ja, sauber. Zum einen wird die Karte ein bisschen aufgeräumter, zum anderen kriegen wir Kohle. Und sind schon am Vorbereiten für neue Felder, wo ja auch uns echt Zeit für wird. Ja, hier schön langsam machen. Nicht weit von der Kurve hier habe ich schon mal so einen Zug umgeworfen. Tempomat rein. Und alles gefahren. Idee mit der Rampe. Ich hatte die
Hab die schon länger runtergeladen. Wollte die auch genau dafür, dass ich mit dem Radlader besser verladen kann. Und hab's voll vergessen, ne? Das war voll begeistert, sowas gefunden zu haben. Und dann, ja, runtergeladen, installiert, zip, weg, gelöscht. Das passiert mir irgendwie öfter. Ja. Auf jeden Fall, so sollte das funktionieren. Vielleicht probiere ich es nochmal mit der größeren Rampe. Und da, wo kein Baumstumpf im Weg ist. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.